Showprogramm erstmal. Das dauert circa eine Dreiviertelstunde. Und wir beginnen mit anderen seinen Jungs. Ich wünsche viel Spaß. Spannend. Thank you.
Den ganzen Tag hier gewesen.
gewesen. Habt ihr Spaß gehabt heute am Festival? Ja, da habe ich auch was gesagt, das ist richtig. Ja, der erste Preis, besondere Leistung für die Münchner Comic-Kultur. Ja, ein bisschen Ratespiel haben wir schon draußen, unser Preisträger. Ja, man soll ja nur Gutes sagen, aber ja. Es ist nicht immer ganz einfach mit ihm, weil man streitet man sich mit ihm. Ja, manchmal ist er auch ziemlich hartnäckig. Ja, heute habe ich mich mal ziemlich mit ihm gestritten. Na, eigentlich war das vor ein paar Tagen, da sind wir mal etwas ziemlich geärgert, aber ich glaube, wir kriegen das wieder hin. Aber er liebt Comics. Ja, ist nicht immer nachtragend. Hat gute Vorschläge, ist irrsinnig hilfsbereit, steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Hat aus dem Comic-Fest ein Comic-Festival gemacht? Ja, genau. Hat das Festival zu der Größe geführt, die wir jetzt hier haben und hat sich so wirklich um die Münchner Comic-Kultur verdient gemacht, oder? Lassen wir die Katze oder den Kater? Catwoman? Das ist die Catwoman? Oh, ja. Ja. Da müssen wir wohl die Katze aus dem Sack lassen. Okay, Claudia. Ja, vielleicht ahnt ihr es ja schon. Wir vergeben diesen Preis dieses Jahr nicht nur einmal, sondern wir haben zwei Preisträger. Weil beide haben ihn sich verdient. Und das sind Ralf Paland und Gerhard Schlegel. Wir bitten euch auf die Bühne. Ich finde, für das, was
unter eurer Leitung hier passiert. Das ist so gigantisch. Ihr seid für mich das Dream Team, auch für die Zukunft. Gerhard, was sagst du dazu? Ja, es gibt in Zukunft nur noch einen Verein und das ist auch gut so, weil diese zwei Säulen, das hat mir nie gefallen, das war ein großer Fehler, weil es ist immer so, die Gelder wurden 50-50 vergeben und es ist so, wenn man zwei Teams hat oder zwei Organisationen, die was Geld bekommen, dann kriegt man sich immer so ein bisschen in die Wolle, was man vielleicht, wenn man in einem Verein wäre, nicht machen würde. Von daher finde ich es gut, dass wir jetzt unseren Verein auflösen werden und es in Zukunft nur noch einen Verein gibt, einen Ansprechpartner. Da gibt es auch keine Kompetenzprobleme mehr. Ich denke mal, das ist die Zukunft des Comic Fest. Und da bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich diese Kurve jetzt da letztes Jahr zurückgekratzt habe. Ja, und jetzt geht es auch weiter mit dem per Internetabstimmung gewählten Teil unserer Peng-Preisverleihung. Die erste Rubrik, die wir so ermittelt haben, ist die beste Comic-Verfilmung. Es gibt Comics, sind immer noch in einer Vorlage für teilweise erstaunlich erfolgreiche Filme. Die Tage ist ja Tor gestartet, das war jetzt nicht so toll, X-Men First Class, eigentlich ganz super, aber können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Der Optimist, wo alle drauf warten, Captain America, The First Avenger, könnte ein Knaller werden. Lasst uns überraschen. Wir haben jedenfalls ermitteln lassen, die beliebtesten Filme, die im letzten Jahr im Kino angelaufen sind, wären bei unserer Auswahl Adele und der Fluch des Pharaos nach Hardy, Kick-Ass und Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ja, und da haben wir uns jetzt einen neuen Modus ausgedacht. Unser lieber Ander, der eben so gut musiziert hat, der wird uns jetzt erstmal ein kleines Gstanzl. Ich habe das richtig gesagt, Christoph? Ganz wahrscheinlich nicht. Ja, gut, oder? Ja. Langsam. Münchner, was hier bei der. Okay. Dieser Film hat für die Zuschauer erreicht. Für die Macher der Figuren war das sicher viel Stress. Unser Dank geht an Mark Miller. Merci für Kick-Ass! Ja, auch dieses Mal natürlich niemand von der Filmfirma kommt, um die Preise mitzunehmen, dann wird das. Der Film ist auch schon abgefrühstückt für die Filmfirmen, der ist auf DVD und Blu-ray auch schon durch. Jetzt haben wir Michael Wolzer vom Pandemie-Verlag, der stellvertretend dafür diesen Preis entgegennehmen wird. Michael, ihr habt ja auch den Comic dazu veröffentlicht, in mehreren Editionen, erst zwei Teile, dann komplett. Das ist gut gelaufen, hat der Film dann auch zu beigetragen, dass der Verkauf besser wurde? Der Film trägt immer dazu bei, dass die Comic brauchen. Dann noch ein bisschen neu, wobei hätte ich jetzt eigentlich nicht dieser Comic der Ewigkeit ist. Und eben so ein Film, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich saß nur da und dachte, wow, unglaublich, also hingeordnet dieses Charakter. Dann kann ich ihn beschreiben, wir sind glaube ich alle über 18 hier im Saal, guckt ihr euch an, ihr dürft das. Wir sollen das so oft wie möglich tun, wenn wir was auch nicht das letzte Mal. Ja, alles klar, jetzt weiß da hinten, glaube ich, irgendjemand den Teppich, weil ich mal den Reihenfolge durcheinander gebracht habe. Rainer Schneider, aber soll den Müller dazu halten. Und den bitte ich jetzt auf die Bühne. Ich hoffe, der verzeiht mir. Rainer, hast du gewonnen? Ja, der Film Kick-Ass entstanden nach einer Comic-Vorlage von Mark Miller und John Romita Jr. überzeugt durch eine spannende, witzige und kongeniale Umsetzung. Der Plot an sich ist nicht besonders weltbewegend neu. Ein Teenager möchte Superheld spielen, das kennt man ja aus eigener Erfahrung. Aber wie dies umgesetzt wurde, überzeugte eben auch einen Großteil von euch.
Inzwischen gibt es, ich habe mich davon erkundigt, auch schon eine zweite Serie in den USA und es gibt auch bereits Pläne für eine zweite Verfilmung. Lassen wir uns überraschen. Wir sind bei unserer nächsten Kategorie, bei der Neuveröffentlichung eines Klassikers. Und es ist einfach immer super wichtig, dass die Klassiker neu aufgelegt werden, damit auch das junge Publikum wieder neuen Zugang hat oder dass die Sammler eine super tolle Gesamtausgabe haben. Und diesmal sind nominiert für die Neuveröffentlichung eines Klassikers Absolut V wie Vendetta, Batman, Das lange Halloween und von Prinz Eisenherz die Gesamtausgabe. Jetzt wird der andere uns wieder einsingen. Genau. Einen Klassiker wollen zu machen, das ist immer schwer. Darum machen das nur Könner und viele kommen hierher. In den USA machen wir es davon, ein Abdruck, nur eine Seite, kein Scherz. Und auch bei Bocola freut man sich auf Prinz Eisenherz. Wird jemand bringen, der schon vor zwei Jahren große Pressepräsenz hatte mit seiner Laudatio, weil er hier einfach ganz lässig mit Rucksack auf die Bühne gekommen ist. Ich frage mich, was er dieses Jahr machen wird. Ich bitte deshalb den Hartmut Becker auf die Bühne. Thank you.
natürlich bedanken, bedankt sich und entschuldigt sich, dass er nicht kommen konnte. Aber ich freue mich natürlich doppelt, weil die deutsche Übersetzung der Popular-Ausgabe meine Übersetzung ist und insofern auch etwas von diesem Preis habe, an diesem Preis beteiligt bin. Und ja, ich bedanke mich, dass alle für diesen Klassiker gestimmt haben online. Ja, und ich hoffe, dass wir ihn noch lange Jahre mit Vergnügen lesen werden. Vor allem auch du. Ja, und auch schon Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Es geht um die beste Comic-Sekundär-Literatur. Hier haben sich zwei Magazine platziert. Und das sind Magazine, die es wohl in dieser Form, in dieser Qualität nicht geben würde, wenn da nicht Leute hinterstecken würden, die an diesem Magazin bis zur Selbstausgabe arbeiten. Und gleichzeitig haben wir da auch ein Buch, an dem man einfach nicht vorbeikommt. Das ist ein gewaltiges, wuchtiges Werk. Aber mal schauen, was ist nominiert. Ja, 75 Jahre DC vom Taschenverlag. Das ist dieser Backstein. Die Sprechblase wird jetzt von Gerhard Förster geführt. Viele haben gedacht, ja, man packt das nicht, aber er bringt doch regelmäßig, wenn es keiner mehr erwartet, immer wieder eine neue Sprechblase raus. Es geht weiter und weiter und weiter. Ja, dann haben wir die Edition Alfons. Volker Hamann war heute da, ist leider schon wieder abgereist, was vielleicht einen kleinen Hinweis drauf gibt, wohin der Preis geht. Ja, aber hören wir erstmal den anderen zwei. Vor vielen Jahrzehnten tat man sich in Köln trauen. Heute kann dieser Kunstbuchverlag auf viel Erfolg zurückschauen. Superman, Batman, Wonder Woman, das produzierten sie. Herzlichen Glückwunsch für 75 Jahre DC. Ja, genau. Taschenverlag, die bedauern es etwas, Frau Weidlinger von der Presseabteilung, der gerne gekommen ist, auf einer Familienfeier. Benedikt Taschen passt auf seinen Laden in Beverly Hills auf. Von daher bitten wir nochmal Wolfgang Fuchs auf die Bühne, der eine Laudatio halten wird. Ja, nochmal herzlich willkommen, Heldenpreisträger Wolfgang Fuchs. Wie ich gehört habe, dass dieses Buch den Preis gewinnen soll, in diesem Jahr oder gewinnen wird, habe ich mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut, weil ich den Paul Levitz seit ungefähr 40 Jahren kenne. Damals war er noch ungefähr 17 Jahre alt und hat wohl unser Buch aus Deutschland, die englische Übersetzung, zu lesen bekommen und hat mich gefragt, ob ich für sein Fanzine Artikel über deutsche Comics schreiben will. Er hatte schon damals eine ziemlich große Sammlung, speziell auch von DC-Comics, und hat sich trotz des Wunsches seiner Mutter, doch Jurist zu werden, nicht von den Comics abhalten lassen. Und so ist er eines Tages auch Präsident von DC-Comics geworden, was er mehrere Jahre lang war. Und nachdem er von diesem Amt zurückgetreten ist, hat er diesen dicken Wälzer geschrieben, weil man dachte, ja, es muss also irgendwas zum 75. Jubiläum der Firma doch was Großes sein. Nun liegt dieses Buch fast 7,5 Kilo, passt also zu den 75 Jahren. Und es ist ein Buch, das aus der Insider-Perspektive diese 75 Jahre schildert und aber auch nicht die anderen Verlage außen vor lässt. Er ist also durchaus ausgewogen. Es ist vielleicht kein sogenanntes wissenschaftliches Werk, aber es darf trotzdem in keiner wissenschaftlichen Bibliothek fehlen, das finde ich. Und in diesem Fall kann ich sogar, auch wenn ich jetzt der Mandator bin und allen Bibliotheken dieses Buch nur empfehlen kann, sogar schon die Antwort von Paul hier mitteilen. Ich habe mir nämlich erlaubt, ihm mitzuteilen, dass er den Preis gewinnen wird. Und da meinte er, what a pleasant bit of news. And I'm so pleased you're presenting it. How cool that the long journey from our old acquaintanceship should lead here. Thanks and please thank all concerned for me. Okay.
Lazio. Ja, wir gucken mal kurz den Preis an. Alle gewinnen. Ja, so sieht er aus. Es ist wirklich hier keiner vom Taschenfach. Nee, gut. Dann den Schiedsrichter dazu, ne? Ach, das machst du. Machst du? Ja, viel mehr Platz. Da haben wir bessere Aufgaben für dich jetzt sogar. Du hast ja zum Beispiel die Texttafel für die Superheldenausstellung in dem jüdischen Museum. Hast du gemacht. Und außerdem hat die liebe Claudia die Penkpreise gestaltet. Ja, genau. Ja, gestaltet hat sie ja eigentlich Thomas Kirke. Genau. Ja, und wir machen gleich weiter. Jetzt kommen wir zu einer ganz neuen Kategorie, die wir hier eingeführt haben. Und zwar ist das der beste deutsche Online-Comic. Denn viele Zeichner wollen nicht mehr so lange warten, bis sie den Verleger abgeklappert haben. Und haben auch das Bedürfnis, teilweise täglich einen Comic herauszubringen. Und haben natürlich auch gelernt, eine gewisse Disziplin zu erlangen, indem sie sich dazu zwingen, jeden Tag einen Comic ins Netz zu stellen. Und deshalb denken wir, dass es ganz wichtig ist, diese Kategorie hier mit aufzunehmen. Und deshalb haben wir nominiert für den besten deutschen Online-Comic Das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Burini, Helden haben wir und Formel und Sarah von Daniel Diske. Jetzt hören wir aber nochmal den anderen, was der dazu sagt. Dann will ich auch mal einen. Der nächste Künstler legt die Hände in den Schoß und legte 2009 mit der eigenen Webseite los. Einen Verlag suchen war ihr am Anfang zu doof, drum präsentiert sich im Internet Das Leben ist kein Ponyhof. Sie beim Comicfest von vor zwei Jahren.
Da werden Sie eine Comiczeichnerin finden, die ganz nett ist, brav ist, signiert Zeichnungen macht. Wenn sie dann aber darum gebeten wird zu tuschen, sich innerlich in einen feuerspeienden Drachen verwandelt, aber es dann trotzdem macht. Ja, und jetzt ist es auch gar kein Online-Comic mehr oder nicht mehr nur ein Online-Comic. Gibt es also auch so mittlerweile. Ich habe da drin ein Stück gesucht, den habe ich nicht mehr gefunden. Da geht es irgendwie so um die griechische Schicksalsgöttin im Herzen. Der ist drin. Und da ist eine Szene drin, da wird so ein Elefant umarmt. Und da wird man jetzt irgendwie psychologisch klar, wie dieser Ponyhof entsteht. Eine, ja, habe ich gelesen, semi-autobiografische Geschichte mit einem Comiczeichnerin, einem Elefanten, einem Fliegenpilz. Fliegenpilz. Und einem Pony. Semi-autobiografisch heißt halb-autobiografisch. Wer ist denn noch echt? Der Fliegenpilz oder der Elefant? Ja, ich hatte mal Schimmel in meiner Küche, aber der konnte noch nicht. Okay. Jedenfalls diese Geschichte mit dem Parzen, die ist wichtig. Denn das scheint irgendwie so eine frühkindliche Prägung für den Elefanten gewesen zu sein. Das haben die Parzen so eingeleitet. Ob die uns wirklich was Gutes tun wollten, weiß ich nicht. Das sind ja so griechische Göttinnen und Griechenland. Ja, die haben es im Moment nicht so sehr mit uns. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass sie keine Puppe umarmt hat. Denn dann hätte es das Leben ist kein Ponyhof wahrscheinlich nicht gegeben, sondern dann würde die Serie heißen, das Leben ist kein Barbie-Schloss. Das würde kein Mensch lesen wollen und das würde auch kein Pen kriegen. Tja, ich gratuliere. Danke. Abends ausdenkt und das ausgerechnet irgendwie meine Geschichten Pilz, Pony und Elefant irgendwie so eine kleine Fangemeinde oder größere jetzt inzwischen bekommen haben, das freut mich ungemein, weil Comics sind das, was ich irgendwie am liebsten tue in meinem Leben. Das ist inzwischen nicht mehr nur Beruf, sondern Berufung und ich freue mich einfach so sehr, dass das eine Anerkennung bekommen hat. Also vielen Dank! Ich zähle sie jetzt nicht einzeln, aber es sind so 3000 Diskussionen. Also schon. Ja, die ganz schön erleben. Genau, aber deswegen ist es ja auch ein Senior. Und der Pilz und das Pony und der Elefant, die sind bestimmt auch sehr glücklich, wenn sie das hören. Ich twitter das. Okay, ja, ich twitter das. Vielen Dank.